Habe dir miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weidejagd, den Demeterjagd aus Mittelfranken. Wir gehen heute gemeinsam in den Wald und ich zeige euch mal, was in so einer Fichtenanpflanzung 30 Jahre alt jetzt für Pflegemaßnahmen zu erledigen sind. Also viel Spaß dabei. Damit ihr mal einen kleinen Überblick habt von dem Areal hier, gehen wir mal in die Luft und schauen uns mal sowohl das als auch eine andere Fläche mal von oben an. Also, ob geht's. Speziell geht es jetzt um dieses Waldstück, das wir jetzt hier sehen. Das ist ja circa 30 Jahre. Da gibt es ein schönes Foto von mir, blende ich euch mal ein. Da war das hier ein Kahlschlag. Und da sieht man es jetzt nochmal schön, ist so circa, was wird es sein, nicht ganz ein halber Hektar, was wir hier an Fichtenbestand haben. Außenrum sieht man es schön in den orangenen Tönen, da haben wir Lärchen und auch vereinzelt eine kleine Buche. Und da gehen wir dann später mal rein. Das ist 30 Jahre alter Bestand, wurde immer wieder ausgeforstet von meinem Vater und jetzt geht es mal darum, ja, den nächsten Schritt zu gehen, Zukunftsbäume zu definieren und die nächsten Bäume zu entnehmen. Und dann hier unter uns haben wir jetzt auch noch mal eine Fläche von uns, die ist derzeit noch verpachtet. Und dann geht es hier auch gleich hinter zur nächsten Maßnahme. Das sieht man hier auch links wunderschön wieder in den Orangetönen. Ein Lärchenbestand, den wir definitiv mal ausforsten müssen. Und hier auch schön, versuch's mal beides drauf zu kriegen. Heute. Im vorderen Bereich haben wir hier die Lärchen im Orange und hier im hinteren Ende sieht man jetzt wieder das nächste. Links die schönen, den Lärchenbestand und rechts daneben einen relativ kleinen Fichtenbestand mit einer Anpflanzung. Und da geht es eben auch darum, dass man die mal sauber macht und ein bisschen was ausputzt, weil es halt schon dicht an dicht steht. Sieht man jetzt von hier oben anscheinend gar nicht so, aber ich gehe mal ein bisschen rüber. Hier, wenn man jetzt ein bisschen tiefer geht, das sieht man schon, das ist schon sehr dicht an dicht, was wir da haben. Und da kann man einfach mal ein bisschen was rausnehmen. Da werden wir auch definitiv, hier schön zu sehen, also da hat ja keiner mehr Platz. Und da werden wir definitiv was rausnehmen. Vorne bei den Lärchen, das gucken wir mal, ob wir da was brauchen. Und wahrscheinlich wird da auch erstmal der erste Weihnachtsbaum mit drauf gehen. Und dann wird das schon. Aber zurück unserer anderen Fläche. Hier sieht es jetzt schön. Richtig, richtig schön. Beziehungsweise die Aufnahmen sind sehr, sehr schön. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Wald, weil es hier ganz einfach, ja, es ist kein Wald. Es ist tatsächlich ein angelegtes Stück Plantage. Dann schauen wir doch mal, wie wir da reinfliegen können.
Jetzt habt ihr mal einen kurzen Überblick bekommen von der Anpflanzung hier. Wie gesagt, ich habe das Foto ja schon eingeblendet, wo ich hier als kleiner Bub stehe, vor knapp 30 Jahren. Und jetzt geht es darum, mein Papa hat natürlich hier immer wieder die ganzen 30 Jahre wieder Maßnahmen gemacht. Ist ja mal ein schöner Vergleich zu dem hinten, ist jetzt sicherlich nicht die große Fläche. Aber wie alt wird jetzt das hinten sein? Lass es 10 Jahre alt sein, was da hinten steht. Und da muss man halt immer wieder was rausnehmen, damit das Wachstum ja, für ein Wertholz gut ist. Das heißt, die Äste, die sich gegenseitig ein bisschen bedrängen, dass nicht so viel Astbildung ist, damit sie gerade nach oben gehen, immer schön dem Licht entgegen und auch einfach einen gewissen Konkurrenzdruck haben. Das ist hier jetzt immer wieder geschehen. Und jetzt sieht man hier schon, vereinzelt haben wir, schauen wir es uns mal an, so weiße Fähnchen da dran. Siehe da. Und das ist jetzt hier den Weg, den wir jetzt hier gegangen sind, ist zu sagen, ich suche mir jetzt nicht die raus, die raus müssen, sondern der Fokus liegt jetzt erstmal darauf zu sagen, welcher Baum soll mein Zukunftsbaum werden? Also welcher Baum ist jetzt schon in einem sehr, sehr guten Zustand oder im Gegensatz zu seinen Mitstreitern hier hat einen sehr, sehr guten Zustand. Und wo denkt man, der wird es in Zukunft werden? Und jetzt als Beispiel haben wir uns den hier genommen. Schön gerad. Ne? Keine Krankheiten an sich ersichtlich. Schöne Krone. Alles gut. Und jetzt geht es dann darum, wenn wir den hier markiert haben mit dem Papierbändchen, zu sagen, wer ist denn jetzt hier so ein direkter Bedränger? Also wer stört jetzt eigentlich hier mal Zukunftsbaum? Weil man will natürlich jetzt diese ganze Fläche um diese Zukunftsbäume kaputt roden, weil das ist natürlich auch ein Verbund und ein gewisser Schutz. Wenn man jetzt hier zu viel rausnimmt, geht einmal der Wind rein und dann ist das Ganze weg. Deshalb haben wir jetzt hier geguckt, was ist denn jetzt hier so ein Bedränger? Aha, ganz klar. Du hier beispielsweise, da haben wir jetzt gar keine Farbe drauf gemacht. Aber wenn man jetzt mal hier hoch in die Krone guckt, ne, hätten wir den da drüben. Zufällig ist jetzt hier auch noch die Krone kaputt. Deshalb sagen wir mal, du mein Guter, du kommst auf jeden Fall raus. Und wenn man jetzt hier noch weiter nach oben guckt, upsala, könnte man auch sagen, dass er hier in der Krone stört. Also kommst auch du raus. Und so geht man dann weiter, wenn ich jetzt diesen Baum hier definiert habe, dann gehen wir weiter und so die nächsten 8 Meter schaue ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, hier nächster Zukunftsbaum, gleiches Spiel wieder, wie schaut es aus da oben, okay. Die Krone hier, der könnte ihn bedrängen, der kommt raus. Ja, der im Grunde auch, der kann auch weg. Also eigentlich ein einfaches Spiel und das macht mir hier halt einmal komplett durch. Und dann haben wir einiges an Holz. Was gibt es jetzt generell über so eine Anpflanzung oder über das hier zu sagen? Ja, es ist jetzt nicht, ich vermeide immer, ich versuche immer das Wort Wald zu vermeiden, weil es ist klar, es sind Bäume da, aber zum Wald gehört sicherlich auch ein komplettes, intaktes Ökosystem. Das ist sicherlich eine Definitionsfrage, wer wie was sieht. Manche sagen auch, das ist ein sehr schöner, der schönste Wald, den wir haben. Aufgeräumt, alles schön in Reihe und Glied, der Boden sauber, du kannst überall hin. Du hast hier auch natürlich eine saubere Rückegasse, alles ordentlich angelegt, weil da unten ist auch nochmal eine Rückegasse. Also es ist perfekt, perfekte Bedingungen, um Wertholz zu erzeugen. Ist aber halt die Frage, was man halt unter dem Wald versteht. Und es ist jetzt auch eine sehr, sehr kleine, alleinstehende Fläche hier. Das ist vielleicht so ein Waldverbund jetzt auch gar nicht möglich. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Sinn von einem Wald, aber es ist da und wir gucken jetzt, dass wir hier das Beste draus machen, das hier auch entstehen lassen. So, wenn wir es jetzt lassen würden, das würde auch nichts bringen. Also dann passiert hier gar nichts. Der Boden, es wäre mir schön, wenn hier auch mal wieder Licht reinkommt. Das ist natürlich extrem übersäuerter Boden, hauptsächlich
Nadeln am Boden und eigentlich wenig Licht. Das Schöne ist, da oben gab es mal ein bisschen Windwurf, da gab es was. Und man sieht halt gleich, ich weiß nicht, ob man so ein Video erkennt, hier oben ist es schon grün, da passiert was. Was ist, wenn es grün wird? Ja, dann kommt wahrscheinlich als erstes einmal Sträucher und unnützes Zeug, wo man nicht mehr durchkommt. Das heißt halt Arbeit, das heißt, es ist halt Pflege. Ne? Deshalb ist halt sowas auch nicht verkehrt. Für den, der es halt, ach Gott, für den, der es nicht machen will, ist falsch, aber es geht ja nicht nur um die Arbeit, es geht ja auch mal darum, ja, dass man ein Stück Natur hat. Aber das ist ein geringer Teil von dem, was wir eigentlich komplett haben. Deshalb verschmerzen wir das Ganze mal. Und da haben wir schon wieder was. Das sind halt auch so Pflegemaßnahmen, beziehungsweise das kann halt auch mal passieren. Anscheinend, wir hatten jetzt hier ja die letzten Wochen mal, vor einer Woche oder so, einen dicken Sturm. Und da ist auch gleich mal ein Bäumchen umgefallen. Das war anscheinend hier ein Zwiesel. Hier haben wir die zwei Bäume, hier geht er auseinander. Ein Zwiesel ist quasi ein Baum, der in beide Richtungen geht. Und hier in der Gabel hat es ihn anscheinend aufgerissen. Aber ich sehe jetzt gar nicht, wo der herkommt. Ich sehe den Stamm nicht dazu. Ist ja komisch. Hey, guck mal. Das war ein Riesending. Der ist ja von da oben, ist der runtergekracht. Aha. Naja, das kann halt einfach passieren. Lässt man jetzt so eine Fichte im Wald liegen oder nicht? Bin ich auch hin und her gerissen. Totholz, Lieben, bla blub. Aber tatsächlich mit der Fichte bin ich auch vorsichtig. Das ist halt auch wieder perfektes Lockmittel für den Käfer. Das heißt, alles andere an Totholz darf gerne drin liegen. Aber eine Fichte sollte man schon so gut es geht ausräumen, weil da bietet man halt dem Käfer wieder eine Chance, dass er sich da etablieren kann oder dass er sich da niederlassen kann. Aber ja, jetzt müssen wir mal gucken. Hey, das ist ja sogar ein schöner Zufall. Der Baum war markiert, der sollte eh raus, weil hier haben wir Mr. Zukunftsbaum. Also, Glück gehabt, müssen wir nicht mehr umentscheiden. Das passt. Gut. Was man nicht alles im Wald findet, hier ein schönes Podest, echt gut gebaut, beziehungsweise soll es als Nachtlager dienen. Das hat eine Gruppe Jugendlicher mit ihrem Betreuer, waren mal hier und haben das, haben die Bäume hier gefällt und zugeschnitten, zugesägt und alles natürlich mit Hand und haben hier dieses tolle Ding gebaut. Lassen wir auch stehen, können wir auch stehen lassen jetzt bei der Maßnahme, also stört uns jetzt nicht. Das ist ein schönes Ding, das lassen wir da auch. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, was haben wir eigentlich an Wald? Wir haben knappe 18 Hektar Wald zu bewirtschaften und da ist sicherlich, ist, wie es bei uns dazu ist, hauptsächlich Fichten-Kiefernbestand. Buchen vereinzelt findet man auch, aber mehr nennenswert ist es nicht mit drin. Und das gilt halt jetzt die nächsten Jahre umzubauen oder darauf zu reagieren oder zu entscheiden, was macht man eigentlich mit dem Wald, wie soll es in Zukunft aussehen? Und das ist eine schwere Frage. Was sind die Zukunftsbäume? Sicherlich ist es nicht mehr die Fichte, aber was tut man jetzt? Wir werden jetzt auch mal ein bisschen Wertholz machen und dann entscheiden, ja, was macht man dann da? Mit einer Naturverjüngung holen wir uns halt eigentlich nur wieder Fichten, Kiefern und Buchen ins Haus. Buchen vielleicht ganz okay, aber jetzt auch vielleicht nicht der Optimalbaum. Da gibt es auch spannendere Dinge, Elsbeer, Speierling, Walnüsse auch mal oder Kastanien und lauter alle möglichen Sachen, die man da in den Wald bringen kann. Bis hin dann am Ende zur Rubinie, wo es ja auch schon Versuche gibt, die da in unseren Breitengraden ja, zu etablieren oder mal zu versuchen, ob das geht. Aber das Ganze muss man halt jetzt machen. Das ist ja das, wie soll ich sagen, Unfaire am Wald. Das Ergebnis in der Landwirtschaft suche ich selber an. Nächstes Jahr sehe ich es. Im Wald sehe ich es halt in 30 Jahren. Das ist hier wirklich für mich ein emotionales Ding hier, weil halt immer dieses in meinem Kinderfotoalbum dieses Foto gab, wo ich da stehe. Ist jetzt 30 Jahre her und jetzt sieht es halt so aus. Also ist schon beeindruckend, was da geht in der Natur. Aber auch, wie lange es einfach dauert, bis hier mal sowas steht. Und das heißt, das, was ich heute mache, ist wahrscheinlich nichts mehr für mich, sondern das ist eine Entscheidung, die
mein Sohn dann mal betrifft oder die nächsten Generationen. Und deshalb glaube ich, kann man auch niemandem einen Vorwurf machen, dass hier bei uns nur Fichten gepflanzt wurden. Das ist halt natürlich Forstwirtschaft. Also es soll ja auch was verdient sein damit. Und das war einfach der damals gängige Ding. Und wie gesagt, vor 30 Jahren, klar, wer hätte gedacht, dass es dann so ist wie heute, dass uns die Fichten einfach wegsterben, dass uns der Käfer ein Problem macht an den Fichten und dass halt einfach Dürre die Bäume kaputt macht. Das war sicher nicht das Ziel, dass wir dann sowas hier stehen haben, beziehungsweise dass wir dann damit umgehen müssen. Aber das heißt jetzt halt Entscheidung treffen, ob die dann in 30, 50 oder 100 Jahren das richtig ist, das wissen wir heute nicht. Kann man nur nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Wie entscheidet man denn jetzt, was man da für einen Baum nimmt? Weil die Frage ist ja, natürlich weiß man, welche Bäume welches Klima aushalten, aber die Frage ist, was für Klima oder ja, wie kommt man überhaupt drauf? Ein spannendes Projekt habe ich jetzt gesehen von unserem örtlichen Forstamt. Die haben tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wie der Name von der ganzen Aktion hieß, Wald der Zukunft oder ich weiß es nicht mehr. Die gucken, was sind denn die Prognosen, wie bei uns das Wetter oder das Klima in 50 bzw. 100 Jahren ist und gehen einfach jetzt schon an Orte, wo das Klima jetzt schon so ist, wie es bei uns in 50 oder in der Zukunft sein könnte und gucken halt, wie sieht es da mit der Forstwirtschaft aus, wie sieht es da mit den Waldbauern aus, was haben die da für Bäume, wie gehen die damit um und versuchen halt daraus dann Lehren und Schlüsse zu ziehen. Und da war ich eben auch im Vortrag und da ist echt ganz spannend, auf was man da setzen kann. Das war sicherlich nur ein grober Umriss. Der Förster hilft einem da immer ganz stark und da geht es ja auch immer darum, so Karten, wo man sagt, okay, an deinem Standort ist das und das und das. Du hast einen guten Boden, schlechten Boden, viel Wasser, wenig Wasser. Und dann muss man halt gucken, aber wie das dann halt in der Zukunft, ob das dann so lange hält, das werden wir sehen. Also, dann denke ich, war es das. Wir werden jetzt dann irgendwann mal die nächsten zwei Wochen starten. Wenn wir hier starten, dann gehen wir hinterher noch in diese kleine Fichtenanpflanzung, wo wir noch ein bisschen was rausnehmen werden. Und dann denke ich, können wir uns ans Wertholz machen. Dann hoffen wir mal, dass wenig Sturm und wenig Käfer noch kommt. Und dann könnte das eine ausgelastete, aber entspannte Waldsaison werden. Schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Was machen wir denn dann aber mit dem Holz? Das ist ja eine ganz, ganz spannende Frage. Was mache ich denn jetzt mit so einem Baum, den ich dann da rausgenommen habe? Das ist eine gute Frage. Und, wir haben lange überlegt, aber da geht es erstmal darum, was hole ich da eigentlich für Bäume raus? Und wenn wir jetzt hier den Kameraden mal anschauen, da haben wir hier unten am Stamm circa, also auf Brusthöhe sagt man immer, schauen wir, das haben wir nicht mal. Vielleicht gerade mal 20 cm Durchmesser. Was kann man jetzt mit so einem Holz machen? Das taugt halt nicht für Bauholz oder Wertholz in dem Sinne. Da kannst du jetzt Industrieholz, Palettenholz oder auch Papierholz draus machen. Da dachte ich mir am Anfang, jo, das machen wir mal ein Papierholz draus. Jetzt bin ich mal durchgegangen, habe mir das mal angeschaut. Was könnte das denn circa werden? Ja, da könnten das so circa 15 Festmeter werden, was wir da rausnehmen. Was kriege ich denn dafür? Ja, kriegst halt für einen Festmeter Papierholz knappe 20 Euro. Das heißt, du kriegst dann für so eine dreiviertel Fuhre Holz 300 Euro. Wo es bestimmt, ja, wird mir schon eine Woche beschäftigt sein. Und zudem, also das bin ich ja so oder so, dass ich das rausnehmen muss. Aber beim Papierholz muss ich das Ganze dann noch auf 2 Meter Stücke klein machen, muss es entasten, muss es dann nochmal gesondert transportieren, muss es irgendwo hinfahren, wo es abgeholt wird. Also es ist schon eine Menge Arbeit. Und deshalb haben wir uns am Ende tatsächlich dafür entschieden, dass wir sagen, das ist halt Brennholz. Also da, das haben wir auf dem Hackschnitzelhaufen, wird gehäckselt und dann ist es für unsere eigene Hackschnitzelheizung beziehungsweise kann man es dann eben auch verkaufen und das ist dann Kosten-Nutzen-Rechnung wahrscheinlich immer noch am effizientesten. Also wenn ich jetzt für das Papierholz da mir so ein Lenz mache und da 2 Meter Stücke runterschneide. Das ist schon eine Menge Arbeit. Ich meine, ein bisschen was kann rausfallen, dass wir ein paar Pflocken machen, dass wir doch ein bisschen was sägen lassen wollen wir auch noch. Vielleicht ist doch ein bisschen ein Stärkerer dabei, wo wir auch ein bisschen was Balken daraus sägen können. Da haben wir noch was zu bauen das Jahr, nächstes Jahr. Und
Deshalb wird es wahrscheinlich auf Brennholz rauslaufen. Aber gut, das ist immer ein Abwägen von Kosten und Nutzen. Zum Abschluss hätte ich gesagt, gehen wir jetzt noch mal eine Runde zu den Yaks. Und dann war es auch schon wieder für diese Woche. Aber erstmal jetzt ab zu unseren grunzenden Freunden. Ist das ein herrliches Wetter, hä? Oh, ist das genial. Zum Abschluss noch kleine Impressionen vom Futtertisch. Die putzen jetzt schon ganz schön was weg. So Ballen in 2 bis 3 Wochen. 5 Kilo am Tag heißt. Ich bin mal gespannt, wie unsere Vorräte dann halten. Und fragen wir doch einfach mal die Anna. Wie schmeckt's denn? Ja. Dann verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über den Wald gelernt. Wir nehmen euch natürlich mit, sobald wir dann die Bäume auch entnehmen. Und dann lasst ein Gefällt mir da, klickt auf Abonnieren und verpasst da nichts. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis bald.